So. The Book Walker. Tales of, Thief of Tales, genau. Neues Spiel. Ja, möchte ich. Und los geht's. Endlich zu Hause. So, wir sind zu Hause angekommen. Wie es klingt, duscht der alte Henry gerade. So, können Sie sich alles angucken? Wer hängt die hier auf? Keine Ahnung. In der Küche wird noch renoviert. Seit Monaten. Wahrscheinlich Gemeinschaftsküche, keine Ahnung. Erwartest du jemanden, Schatzi? Nein, meine Mutter ist es vielleicht, oder der Postbote. So früh? Schau mal nach, wer es ist. Es ist ein Mann, Mutter. Die Tür ist abgeschlossen. Ich will gar nicht. Das ist unser Nachbar. Henry? Nein, Mutter, der Schriftsteller. Erinnerst du dich? Mach bloß nicht auf. Er hat hier nichts zu suchen. Aber was, wenn er Hilfe braucht? Ist er so verletzt oder so? Ich glaube nicht. Er sieht nur etwas mitgenommen aus. Er kommt schon alleine klar. Man kann in dieser Gegend nicht vorsichtig genug sein, auch wenn es um Nachbarn geht. Ja, wie du meinst. Oha. Was haben wir denn hier? Erste Beschlagnahme des Eigentums. Jetzt eine Zwangsräubung. Herr Etienne Quest, dies ist eine Erinnerung, dass Sie Ihre Strafe abbüßen können, indem Sie sich bei einem lizenzierten Verlag registrieren. Falls Sie Ihre gesamte Strafe verbüßen, werden Sie von den Sicherheitsmaßnahmen, in Klammern Handschellen, die Sie mit einer Schreibblockade belegen, befreit. Jeglicher Versuch, die Handschellen durch unrechtmäßige Methoden zu entfernen, wird als Verstoß gegen Ihren Urteil gesehen und Folgen nach sich ziehen. Ihre Strafe wird mit erschwerten Umständen nachgeprüft. Städtische Schriftstellerpolizei. Das scheinen wir zu sein. So. Das Bad ist abgeschlossen. Ich muss die Wasserrechnung bezahlen. So. Die Buchhandlung, Buchstabe um Buchstabe, hat bekannt gegeben, alle Werke von Etienne Quist aus ihrem Katalog zu entfernen. Der Besitzer Raymond Fuquis kommentiert, leider wurde Henry Quist der Schreiblizenz entzogen. Wir möchten uns aufrichtig bei den Fans entschuldigen, da Herr Quist Bücher sehr beliebt sind. Ich hoffe, dass Herr Quist die schwere Zeit gut übersteht und wir seine Bücher schon bald wieder in den Regalen stellen dürfen. Mein Gott, wer ist denn da so penetrant am... Hallo? Hallo? Stille. Spreche ich mit Etienne? Vincent hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden. Es geht um Ihre Festnahme. Wir bitten Schriftstellern, die Lizenz widerrufen wurde, üblicherweise ein kleines Darlehen verzinst, versteht sich. Sobald Sie wieder auf den Beinen sind, können Sie... Das ist nicht, worüber ich mit Ihnen reden wollte. Schweigt. Ich wollte fragen, ich habe gehört, Sie kommen... Sie können Schriftstellerhandstellen entfernen, stimmt das? Schweigt. Das Entfernen der Handschellen von Schriftstellern gehört laut Schriftstellerlizenz zu den am strengsten geahndeten Verbrechen. Angenommen, wir können sie entfernen. Dann hinge unser Preis davon ab, wie komplex die Handschellen sind. Blättert. Was? Handelt es sich um das... Ich komme schon völlig durcheinander. Handschellen handelt. Handelt es sich für das Standardmodell für 2 Jahre? Nein, die Handschellen trage ich für die nächsten. 30 Jahre. Verdammt, jetzt habe ich das verschüttet. Hey, schaffst du es hier raus? Gütiger Himmel, 30 Jahre. Ich denke, wir werden schon einig. Aber der Preis beträgt, sagen wir, 6 Aufträge? So viele? Mir wurde etwas von einem gesagt. Vincent meinte, das wäre eine einmalige Sache. Vincent hatte mir sagen sollen, dass er einen besonderen gefährlichen Verbrecher zu mir schickt. Sind Sie mit dieser Art Arbeit vertraut? Nein. Wissen Sie, was zu tun ist? Ja. Gut, Ihr erster Auftrag steht vor der Tür. Licht auf.
Da gehen wir gleich mal gucken. Ich guck mich erstmal einmal um. Oh, das ist ja toll. Ach, ist das schön. Das ist ja ein richtig schönes Anwesen hier. Oh, guck mal, hier sind Bilder. Da liegt ein Stift. Huch. Es ist so früh zum Schlafen gehen, ich habe zu tun. Der Nachbar gegenüber sind von Kurzen ausgezogen. Ja, bei der Aussicht ist das kein Wunder. Das ist also, ich muss sagen, wenn ich da wohnen würde und hier drüben im Schlafzimmer von jemand anders, das ist ja, wow. Wow, sag ich nur. Alter, die Aussicht ist ja traumhaft. Herr Etienne Quest, dies ist eine Erinnerung, dass Sie schreiben. Achso, das haben wir schon gelesen. Huch. Kann ich hier nochmal? Ah, schade. Nehme ich mal mit. Ich muss auf den Schreibtisch stellen. Okay. Machen wir mal. Klick. Klick. Wow. Was haben wir denn hier? Ich soll einen Unsterblichkeitstrank stehlen? Also gut. Ein Unsterblichkeitstrank? Der Autor des Buches. Okay. Tolles Bild übrigens. Eine seltsame Notiz. Der Auftragnehmer stimmt zu. Das Buch Ein Tropfen der Unendlichkeit von Johann Browers zu infiltrieren und einen Gegenstand zu beschaffen. Eine Flasche des magischen Unsterblichkeitstranks. Der Auftraggeber stimmt zu, die ausgehandelte Summe bei Auftragsabschluss zu bezahlen. Ein Auszug aus einer Buchnotiz. Mir hat gefallen, wie die Geschichte aus dem Blickwinkel des vermeintlichen Bösewichts erzählt wird. Aber die Figuren, die sich ihnen entgegenstellen, sind im Vergleich nicht interessant genug. Mir hat auch das Ende gefallen, obwohl es etwas rührselig war. Hier kommt wohl der gestohlene Gegenstand rein. Ja, was soll ich euch sagen? Ich weiß ja schon, worum es geht. Und zwar können wir, man mag es gar nicht glauben, in Bücher reisen. Das ist verdammt geil, die Idee, wie ich finde. Und deswegen spielen wir das auch, die Demo. Wir machen es mal. A Drop of Infinity. Let's go. Hinein ins Buch. Juhu. Das ist so geil. Gefängniszelle. Das finde ich voll cool. Voll niedlich, Alter. Völlig der Plot-Twist. Uff. Knirsch. Oh, verdammt. Als du aus dem harten Steinboden landest, verdrehst du dir dein kaputtes Knie. Dich mit Tinte heilen. Du greifst nach unten und berührst dein kaputtes Knie. Du stellst dir vor, wie deine Tinte in das verletzte Gelenk fließt und es heilt. Deine Handgelenke werden plötzlich eiskalt. Aua! Ich hatte diese blöden Handschellen ganz vergessen. Du untersuchst die Metallarmreif an deinen Handgelenken und den Schriftzug, der in sie eingraviert ist. Jetzt bin ich genauso schwach wie eine einfache Romanfigur. Du hast es nicht geschafft, dein Knie zu heilen. Knie in Ruhe lassen. Wenn ich mich bewege, wird das schon aufhören. Wirst du das wirklich? Mein Knie wird schon wieder, keine Sorge. Knie gewaltsam zurückdrehen? Nee, oder? Ja, mach ich mal. Du holst tief Luft und bewegst dein Knie mit einem abrupten Ruck zur Seite. Knirsch. Ah, verdammt. Du biegst das Knie ein paar Mal hin und her, um seine Beweglichkeit zu testen. Das knirschende Geräusch ist weg. Puh. Wie dem auch sei, machen wir uns an die Arbeit. Ich muss den Unsterblichkeitstrank finden und hier rausholen. So, wir sind also der junge Mann hier. Und was haben wir denn hier? Ein Skelett. Nichts als Knochen übrig. Keine Tränke. Stahlhelm. Helm des Gefangenen. Alles nehmen. Okay. Wow, zwei Köpfe. Dieses Gefängnis ist wirklich seltsam. Gefundene Gegenstände kannst du im Inventar ansehen und einsetzen. Ach, das ist ja cool. Okay. So, was haben wir denn hier? Brecheisenteile. Alles nehmen. Haben wir sonst noch was? Tür? Altes Fass?
Ich bezweifle, dass dieser Unsterblichkeitstrank einfach in ein gewöhnliches Fass herumliegen wird. Aber das Fass treten. Du bereitest dich auf den Tritt vor. Kaputtes Fass. Oh, Altpapier, Apfel. Oh. Mit Essen kannst du dich heilen. Wie viel? Okay, können wir mal ausprobieren. Wir haben einen Balken fehlt. Jo, Tatsache. Okay. Wir haben hier unten noch irgendwie, weiß nicht, ist es Tinte unten links? Bin mir nicht sicher. Was haben wir denn sonst noch hier? Pilze. Alles nehmen. Ein vorstehender Stein. Aha. Warte. War hier eine Notiz. Eine alte Notiz. Wenn du Glück hast, testet er vielleicht einen Unsterblichkeitstrank an dir. Was überlegst du noch? Sag einfach ja. Okay. So, was haben wir noch hier? Tür, verschlossen. Ein Dietrich wäre jetzt praktisch. Ich weiß genau, dass ich ein Dietrich dabei hatte oder zumindest was ähnliches. Dann muss ich in die Realität zurückgehen und in meiner Wohnung nachsehen. Gedrückt halten, um die echte Welt zurückzukehren. Das ist ja cool. Ein Dietrich. Hä, wie geil ist das denn? Da kann man Gegenstände aus der Realität mitnehmen. Das ist ja cool. Wie geil ist das denn bitte? So, und jetzt können wir hier... Ah, hier, Dietrich einsetzen. Tür eintreten hätten wir auch probieren können. Mit dem Dietrich probierst du alle Stifte im Schloss aus, bis du schließlich einklicken hörst. Sieht ein bisschen aus wie Groot, ne? Oha, Zellenblock. Was zum... Er ist tot. Ein Blick wandert zur Wunde an der Schläfe des Wandlers. Das sind wir, ne? Also so ähnlich wie wir. Das sieht aus wie eine Schusswunde. Der Käfig, der um den Hals des Toten hängt, beginnt zu vibrieren. Du hörst eine sanfte Stimme aus seinem Inneren. Brillante Schlussfolgerung, Sherlock. Den Käfig untersuchen. Es handelt sich um einen Käfig mit einem kleinen Tür. Im Inneren ist es dunkel. Wer bist du? Entschuldige die Unterbrechung, aber du hast etwas über meinen Partner hier gesagt. Bitte red weiter. Das ist dein Partner? Wir waren dabei, unsere erste Aufgabe zu erledigen, aber es lief nicht so gut. Tut mir leid. Moment, wer bist du? Ein Romanfigur? Ja, ich glaube, das bin ich. Aber du weißt, dass du eine Figur bist? Natürlich. Das ist unmöglich. Du versuchst, das Innere des Käfigs mit dem Licht anzuleuchten, aber du siehst nur eine Papierfetzen im Inneren. Das haben auch alle vorherigen Partner gesagt. Vorherigen Partner? Wie viel hattest du denn schon? Ich möchte nicht angeben, aber offenbar sind Wandler sehr an meinen Fähigkeiten interessiert. Ich erziele immer wieder einen hohen Preis. Und dann kam ich zu einem Partner, der starb. Verstehe. Zum Glück hat mich der neue Partner gefunden und seither arbeiten wir zusammen. Hm. Warte, bin ich dein neuer Partner? Korrekt, ich bin mir sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Du siehst hier noch einmal die Leiche des Wandlers an. Deinen neuen Partner mitnehmen, an ihm zweifeln. Ich verzweifle mal an ihm. Weißt du, ich arbeite lieber allein. Bist du dir sicher? Ich könnte immerhin... Wenn ich so darüber nachdenke... Meine Kunden könnten vielleicht an diesem Käfig Interesse haben. Was? Den neuen Partner mitnehmen. Ich werde dich vorerst um meinen Hals hängen, um mir später überlegen, was ich mit dir anfange. Wunderbar, es geht weiter. So, den haben wir hier unten. Mit Roderick kannst du jederzeit sprechen. Kann ich dir helfen? Was soll ich jetzt tun? Dir den Käfig der Figur näher ansehen? Du entfernst den Käfig von deinem Hals und erneut untersuchst du ihn. Also, was ist los? Dein Käfig erinnert mich an was. Du drehst ihn in den Händen, bis dein Blick auf die Handschellen fällt, die unter deiner hochgekrempelten Ärmel hervorschauen. Das ist es.
Dein Käfig besteht aus demselben Metall wie meine Handschellen. Und was bedeutet das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass dieses Metall meine Kräfte unterdrückt. Verhindert es auch, dass du mit diesem Buch verschmilzt? Verschmelzen? Ja, wenn eine Figur in ein Buch gelangt, wird sie Teil davon. Ich kann wieder gehen, aber das ist selbst für mich nicht einfach. Eine normale Figur schafft das nicht. Sie wird dann auch von der Handlung beeinflusst und vergisst ihre eigenen Absichten. Das hier ist also ein praktischer Weg, Figuren zu transportieren. Definitiv praktisch, ja. Eine Figur oder einen Käfig wie diesen aus einem Buch zu entfernen, wäre ein ernstes Vergehen. Du siehst dir instinktiv den Boden des Käfigs an und bemerkst eine neue Inschrift. Seriennummer 27200. Also scheint es mehrere davon zu geben. Okay, komm, wir gucken uns erstmal um. Zellentür, wir gehen mal rein. Ach du Heiliger, Gefängniszelle. Fass, alles nehmen. Bett. Das Bett und die Matratze werden komplett zerfressen. So, hier oben ist nichts, da ist noch ein Fass. Was ist das hier, Kette? Die Kette führt nach unten. Du könntest etwas Schweres als Gegengewicht benutzen, um das, was am anderen Ende anzuheben. Achso. Den Helm des Gefangenen. Können wir mal machen. Komm, probieren wir mal. So, was haben wir da drin? Geil, leere Flasche und Apfel. Nice. Aber anscheinend... wir können sogar reinzoomen. Cool. Aber anscheinend können wir ja auch sterben durch irgendwas, ne? Weil wir ja auch Leben haben. Leere Flasche. Ein Glasgefäß, in dem Tinte aufbewahrt werden kann. Ah, okay. Gut. So, ich glaube, das war's hier. Ich glaube, mehr ist ja auch nicht. Hoffe ich, denke ich. Ist irgendwie schon ganz geil, ne? Man ist jetzt in so einem Buch. Da ist ein Schlüssel. Auf dem Metallgitter siehst du einen Schlüssel, der von aufsteigenden Dampfschwaden umgeben ist. Den Schlüssel nehmen. Den Schlüssel mit einem Finger berühren. Das ist ja cool. Es könnte auch giftig sein, ne? Ich warte, ich will... Ach, ich kann jetzt nicht mehr zurück, ne? Mit einem Finger nehmen. Der Schlüssel verbrennt deine Finger schwer und du reißt deine Hand zurück. Durch die Bewegung wackelt der Schlüssel. Aua! Der Schlüssel fällt durch das Gitter. Ein kleines Klirren hallt von unten hoch. Warum hast du das getan? Woher sollte ich denn das wissen, dass er so heiß ist? Du hättest mich fragen können. Ich habe das Buch von Anfang bis Ende durchgelesen. Mehrmals sogar. Was meinst du mit, hast es durchgelesen? Du siehst den Text deines eigenen Buches? Das ist nicht mein Buch. Okay, aber warte mal. Das heißt, dass du alles über diesen Ort weißt. Ich kann alles, was du wissen musst, im Text suchen. Und ich kann dich vor Fallen oder Gefahren warnen. Du drehst dich um und siehst den toten Wandler an. Zumindest, wenn die Gefahr im Buch steht. Gut, du weißt also, wo ich den Unsterblichkeitstrank finden kann? Ja, er ist in der Tasche des Alchemisten. Und wo ist der Alchemist? Du reibst deinen verbrannten Finger. In seinem Labor südlich von hier. Toll, dann können wir den Schlüssel vergessen. Ich vergeude keine Zeit mehr und gehe direkt zum Alchemisten. Okay, Zellentür. Ich guck mich trotzdem um. Was zum Teufel? Bestimmte Objekte kannst du durch Ziehen bewegen. Ne, wie geil. Hä, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja cool. Kann ich den nur nach rechts bewegen? Aber weiter nach unten geht nicht, okay. Lass mal hier gucken. Papiere. Vergiss was? Versegnet? Versenkte Papiere? Versenkte Papiere. Kein einziges Wort ist auf diesen verkohlten Streifen zu entziffern. Irgendwie weckt das ein Gefühl der Ungerechtigkeit in dir. Papiere mit unleserlichen Notizen. Der Autor hatte wohl keine Lust zu beschreiben, was drauf zu lesen ist. Stofffetzen. Aha. Fetzen eines hübschen einst hübschen Kleidung, die jetzt nur noch zum Händeputzen benutzt werden kann. Fass. Eine Münze. Skelett.
Ist der groß? Er heißt Brian. Kanntest du ihn? Nein, aber du kannst alles über ihn auf dem Schild im Gang nachlesen. Klar, wenn ich nächstes Mal hier bin. Schild auf dem Gang? Wir können ihn ja auch mal fragen, ne? Achso, okay. Was soll ich als nächstes tun, ne? Ich kann es mal machen. Was? Ich würde dir zumindest empfehlen, dich umzuschauen. Was wollte ich denn gerade tun? Richtig gut. So, wo ist denn das Schild? Da ist ein Schild, warte mal. Name George Hamsterfell. Testtrank Gierschlund I2. Ergebnis. Eine Mutation, die es ermöglicht, fast alle bekannten Materialien zu verspeisen. Kunde anonym. Persönliche Verwendung. Menge 1 Dosis. Aha. Was? Little Brian. Testtrank. Gigantus 1. Ergebnis. Proportionales Wachstum. Kunde Königlicher Surotor. Militäreinsatz. Menge. Massenproduktion. 120 Tränke alle 6 Monate. Ach du Heiliger. Okay, da haben wir noch ein Schild. Ich lese mal. Name Maxim Benderstorn. Rosette I16. Ergebnis teilweise Wiederherstellung von Gliedmaßen, aber immer noch keine Unsterblichkeit. Keine Daten, keine Daten. Oha. Ein Riss. Du siehst von einer Ziegelmauer... Was? Du stehst vor einer Ziegelmauer mit Rissen. An der Mauer lauschen. Totenstille. Aber etwas kitzelt an deinem Ohr. Du fühlst, wie ein Hauch von einem Luftzug durch diesen Riss strömt. Auf der anderen Seite ist etwas. Das ist ein Job für einen Vorschlaghammer. Auf die Mauer eintreten ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist ein Job. Ich bin ganz deiner Meinung, aber in diesem Buch wird keiner erwähnt. Bist du sicher? Ich habe es schon 5-mal gelesen. Dann gehe ich in die Realität zurück und suche einen. Ach, kennst du jemanden außerhalb des Buches, der einen Vorschlaghammer hat? Ich kann meinen Nachbarn fragen. Ich weiß nicht, ob sie sich freuen, mich zu sehen, aber... Mein letzter Partner hat sich immer beschwert, dass sich in der echten Welt niemand um ihn schert und dass es sinnlos wäre, dort um Hilfe zu bitten. Das ist irgendwie traurig. Egal. Ich bin gleich wieder da, hoffentlich mit einem Vorschlaghammer. So. Nehmen wir ihn denn mit? Ich glaube, wir nehmen ihn nicht mit, ne? Also sind wir auch nicht der einzige Wandler, der quasi in Bücher reisen kann? Boah, das ist ja so geil. Das heißt, du kannst ja zig verschiedene Aufträge haben, ne? In dem Sinne. Du Leute. Sie haben ein Porträt von Frederik dagelassen. Sie dachten wohl, er wäre was? Okay. Wo kriegen wir jetzt einen Vorschlaghammer her? Bei den Nachbarn, sagte er, ne? Hol den Vorschlaghammer. Entschuldigung, sind Sie zu Hause? Stille. Nochmal klopfen. Wer klopft da? Ich bin's, Ihr Nachbar. Können Sie kurz aufmachen? Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, schon klar. Ich bin doch kein Idiot. Verschwinden Sie, bevor ich die Polizei rufe. So viele zwielichtige Gestalten sind in dieser Gegend. Ich wollte Sie nur fragen, haben Sie zufällig einen Vorschlaghammer? Ein Vorschlaghammer? Ja, ich habe diesen widerspenstigen Nagel, den ich nicht reinbekomme. Was ist das bitte für ein Nagel, dass Sie gleich einen Vorschlaghammer brauchen? Er ist wirklich sehr großer Nagel. Ehrlich gesagt muss ich eine Wand einreißen. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich das sage, oder? Es ist ein wirklich sehr großer Nagel. Großer Nagel! Hier komme ich nur mit einem Vorschlaghammer weiter. Ich brauche ihn für ein paar Stunden. Ich verspreche ihn wieder heil zu wiederzubringen. Meine gute Güte, na schön. Ich werde nachsehen. Er sucht ganz schön lange, ne? Hier, machen Sie ihn bitte nicht kaputt. Den Vorschlaghammer nehmen.
Dankeschön. So, hol den Vorschlaghammer. Wo geht's hier eigentlich hin? Die Fabrik war noch nicht hier, als unser Gebäude errichtet wurde. Ach, das ist eine Fabrik nebenan. Ach so. In der letzten Zeit steigen ja ständig Leute hoch. Okay, hier ist wahrscheinlich die Eingangstür. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Ach, krass. Ja, ich find's... Irgendwelcher Schrott riecht nach Staub. Ich find's cool, dass man aus der Gegenwart wahrscheinlich Dinge holen muss, die man braucht dann im Buch, so wie jetzt gerade. Es ist still in der Wohnung. Sie scheint schon lange verlassen zu sein. Irgendwie ganz geil, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal Richtung Buch. Aber wir haben den Vorschlaghammer. Hinein! So, Gefängniszelle. Da wären wir auch schon. So, die Mauer mit dem Hammer einreißen. Bampf. Der Hammer rutscht dir aus den Händen und ein Hieb gleitet einfach an der Mauer ab. Du spürst, wie dich der Käfig um deinen Hals anstarrt. Du willst nicht, dass er dich auslacht. Noch einmal auf die Mauer einschlagen. Krach! Dieses Mal triffst du die Mauer mit mehr Wucht. Der Hieb trifft die Mauer mit voller Kraft und hinterlässt ein Loch, das groß genug ist, um dich durchzuzwingen. Ja, ich will aber trotzdem einmal hier gucken. Ist hier noch was? Holzkiste? Aha. Sonst ist hier, glaube ich, auch nichts. Alchemistenzutat. Aha, Regal. Grüner Salz. Sieht aus wie ein Alchemistenzutat. Alchemistische Zutat. Eine alchemistische Zutat. Bei Hautkontakt kommt es zu Juckreiz und Entzündung. Also bei der Verwendung unbedingt Handschuhe tragen. Aha. Krempel, Material, Heilung, Questgegenstände. Aha. Da bin ich aber gespannt. So, haben wir einen Geheimgang gefunden. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier alles durch. Leiter nach unten, Ausgang des Zellenblocks. Ich gehe mal Leiter nach unten. Da ist der Schlüssel. Arbeitsbank. Du siehst eine alte, abgenutzte Werkbank. Falls nötig, kann ich hier Werkzeug hergestellt werden. Aha. Kann ich... Okay, nichts tun. Urne voller Asche. Asche. Fass nehmen wir mit. Notiz. Greg, der Alchemist scheint sein Arbeitstempo angezogen zu haben. Die Leichen stapeln sich schon. Bleib heute für die Nachtschicht. Er hat doppelte Bezahlung versprochen. Okay. Ich probiere mal den Schlüssel zu holen. Der Schlüssel liegt erneut vor dir auf einem Gitter. Es sollte kein Problem sein, ihn zu nehmen. Brauche ich diesen Schlüssel überhaupt? Er öffnet die Vordertür, also der einzige Weg nach oben. Das heißt, du brauchst ihn. Also, die Sache hat doch sicher einen Haken, ich weiß nicht so recht. Vorsichtig reibst du deinen verbrannten Finger durch deinen Handschuh hindurch. Wenn du möchtest, kann ich im Text nachlesen. Bist du sicher, dass der schon kalt ist? Gerade war er noch ziemlich heiß. Um Hilfe bitten. Also gut, kannst du nachlesen, nur um sicher zu gehen? Natürlich, mit Vergnügen. Du verdrehst die Augen. Hier, der Schlüssel ist nicht mehr heiß. Du solltest ihn einfach an dich nehmen können. Okay. Deine Finger schließen sich um den Schlüssel und ein wildes Heulen hallt aus den Tiefen des Gefängnisses nach oben. Hau! Deine Hand zittert. Und als hätte er nur auf eine Gelegenheit gewartet, rutscht dir der Schlüssel aus der Hand und durch das Gitter nach unten. Was zur Hölle ist das? Das sage ich dir lieber nicht. So gut. So, ist hier? Hier geht's auch weiter. Wo geht's denn hier überall hin? Heizraum. So, alles nehmen. Kleines Fass. Vertrocknete Pflanze. Nehme ich alles mit. Rostige Rohre. Die Rohre führen zum Heizraum hinunter. Okay, sonst noch irgendwas hier? Eine Luke. Diese Luke führt zum Heizraum hinunter.
Hast du etwas, um sie aufzubrechen? Ein Brecheisen oder so? Ich soll dein Brecheisen finden. Kriege ich mir bloß Händen auf. Dietrich öffnen. Nichts tun. Ich gucke mich erstmal um. Würde ich sagen. Gucken wir uns erstmal weiter um. So. Wo geht die Tür denn hin? Oha. Untere Halle. Hier sind mal Käfige. Rostiger Käfig. Metallstücke und hartes Brot. Hier ist noch ein Fass. Können wir aber nicht nix machen. Da ist ein Fass noch. Wahrscheinlich können wir zu Hause bestimmt eine Brechstange finden. Leiter nach oben. Vorsicht! Mhm. Hast du das gehört? Wovon redest du? Was zum Teufel? Was muss ich jetzt machen? Was? Wähle eine Fertigkeit aus. Hieb? Absaugen? Oder betäuben? Ach, das ist jetzt rundenbasiert. Das ist ja cool. Betäubt alle Gegner. Ein Schaden gegen alle. 30 Tinte. Saugt 30 Tinte ab. Ein Schaden. 2 bis 3 Schaden. 15 Tinte. Mach mal einen Hieb. Setzt die gewählte Fertigkeit ein gegen den Gegner ein. Wie muss ich... Achso. Und ein Gegner siehst du eine... Achso. Siehst du seine Aktion. Heilungsgegenstände kannst du einmal pro Runde einsetzen. Also. Gut, der hat eh nur noch einen Balken. Das war's. Wieso müssen Spinnen sein? Dem hast du es aber gezeigt. Danke. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Hat das Monster dich erschreckt? Nein, gar nicht. Du versuchst dir nichts anmerken zu lassen. Ich habe schon unzählige Spinnen wie diese gesehen. Eins verstehe ich nicht. Was macht eine Riesenspinne in diesem Buch? Im Text wird sie nicht erwähnt. Das war ein Tintenfresser. Du schauderst. Man findet sie in Büchern, aber sie sind nicht Teil der Handlung. Je älter das Buch, desto wahrscheinlicher, dass man sie trifft. Warum sehen sie aus wie Spinnen? Nun, um sie können auch andere Formen annehmen. Sogar menschliche Formen? Du schau das wieder diesmal noch stärker. Malen wir uns das lieber nicht aus. Ich hoffe, diesem Buch gab es nur den einen. So. Haufen Asche. Nehmen wir alles mit hier. Stapel Helme. Okay, wie viele Leute waren hier eingesperrt? Das frage ich mich auch. Papiere. Muffige Dokumente mit unleserlichen Notizen. Okay, sonst ist hier auch, glaube ich, nichts, ne? Tür zum Zellenblock. Haupteingang. Das ist der Ausgang. Auch verschlossen, war ja klar. Okay, wo geht's denn hier hin? Tür zum Zellenblock. Kommen wir da zum... Alles klar, okay. Ich verstehe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier gucken. Zellentür. Hier kommen wahrscheinlich neue Zellen. Oha. Testbereich. Was zum Teufel? Papiere. Was zum... Ich habe dir von Plot Twist in diesem Buch erzählt, oder? Warte mal, wo ist der Alchemist? Ist er das, da auf dem Stuhl? Nein, der Alchemist ist nach oben gegangen, während du dich so lange umgesehen hast. Na prima. Was zum Teufel, Plot Twist? Wie gut. Testobjekt und Ergebnisse. Test 26, tot, 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 tot. 28 lebt anscheinend noch, Gefangener. Ich höre Schritte. Bist du zurück, du Saftsack? Ich werde nicht mehr von deiner Plörre trinken. Komm schon, mach mich los, ey. Den Gefangenen untersuchen? Hallo? Den Sack vom Kopf des Gefangenen ziehen, ohne ein weiteres Wort weggehen. Den Gefangenen untersuchen. Eine Division T-Shirt. Voller Einschusslöcher. Hm. Was sagt uns das?
Wenn das ein Band sein soll, dann habe ich noch nie von ihm gehört. Vergiss das Bandlogo, die Löcher, das T-Shirt hat lauter Löcher. Sie haben den Unsterblichkeitstrank an ihm getestet. Er hat es was? Er hat es also einer Leiche abgenommen? Ja, den Unsterblichkeitstrank getestet. Na endlich! Komm schon, mach mich los! Erstmal den Sack vom Kopf ziehen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Warum nicht? Ich glaube, dein Äußeres macht mir Angst. Macht ihm Angst. Der fängt schon wieder an, den Sack vom Kopf ziehen, was? Der fängt sie schon wieder. Ja, okay, den Sack um den Kopf lassen. Na schön. Hallo? Wer zum Teufel bist du? Du bist nicht der Alchemist. Bist du sein Assistent oder was? Dir werde ich's zeigen, mach mich los. Ich werde dir den Arm aufreißen. Der Gefangene versucht, sie von den Fesseln zu befreien oder genauer gesagt, gibt er vor, sich von ihnen zu befreien. Er hat offenbar mehr Angst vor dir als du von ihm. Der Alchemist ist längst weg. Ich habe eigene Agenda. Eigene Agenda? Warum befreist du mich nicht einfach? Wie bist du hergekommen? Was glaubst du wohl? Entführt! Das ist, was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich war in einer Bar. Die Kathedrale. Kennst du sie? Nein. Die Besitzer haben ein Heidengeld ausgegeben, damit die Jungs von Riverside den Bernardsdom nachbauen. Also, heutzutage will jeder Arsch mit etwas Knete eine Nachbildung von irgendwas. Die Preise da treiben dir die Tränen in die Augen. Aber wie oft hat man die Gelegenheit, in einer Kathedrale zu trinken? Sie es seit Jahrtausend Jahren eigentlich nicht mehr gibt. Achso, welches Bier trinkst du am liebsten? Kommen wir zurück zur Thematik. War bei dir jemand? Warst du allein? Zuerst ja. Dann hat sich ein Typ neben mir gesetzt. Der Alchemist? Nein. Wahrscheinlich jemand, der für ihn arbeitet. Er meint, er wäre Wissenschaftler. Von einer Uni oder so. Weiß nicht genau. An mehr erinnere ich mich nicht. Dann bin ich hier aufgewacht. Warum ist dein T-Shirt voller Löcher? Dieses Arschloch diese Arschgesichter hat auf mich geschossen. Welches Arschgesicht? Ja, dieser durchgeknallte Alchemist. Er hat jede Menge wirres Zeug gelabert. Er hat geredet, als ob er aus dem Mittelalter stammt oder so. Das meiste von seinem Gesülze gab keinen Sinn. Was hat er dir denn angetan? Er hat mir was Übles zu trinken gegeben. Er schmeckt wie schon mal Orange Red Bull probiert. Nein, der Geschmack war jedenfalls derselbe. War das gerade Product Placement? Wurde der Autor dafür bezahlt? Ist das Buch aufzunehmen? Komm schon, lass dich nicht ablenken. Er hat mich also gezwungen, den Trank zu trinken und dann auf mich geschossen. Ich habe noch nie solche Schmerzen erlebt. Es fühlt sich an, als würde mein ganzer Körper... Er hat dich angeschossen? Du siehst dir die Patronenhülsen auf den Tisch an mit großkalibrigen Patronen. Aber du lebst? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wohin willst du? Lass mich nicht zurück. Okay, das haben wir schon gelesen. Krass. Alchemistenzutat, wieder. Werkzeuge, Brecheisen. Mal gucken, was hier sonst noch ist. Durchlöcherte Wände oder Wand. Einschusslöcher in der Wand. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Werkbank. Alles nehmen. Da kommen wir nicht ran. Die Leiter kann auch von oben herabgelassen werden. Ah ja. Gut, also kommen wir hier schon mal nicht weiter. So, ich gehe da mal. Tschüss. Das ist ja ein krasser Plot-Twist. Leck mich fett. Hätte ich jetzt mal gar nicht erwartet. So, dann würde ich sagen, kann ich da in der Werkbank was machen jetzt eigentlich? Ah, wir brauchen ein Brecheisen, stimmt's? An der Werkbank können wir ohne Problem eins herstellen.
Herstellung: Brecheisen, Dietrich, Zange, Tintenfass. Aha. Brauchen wir Tinte für? Brecheisen können wir herstellen. Ach, wir können sogar Tinte, können wir quasi auch aus schmelzen. Ach, krass. Herstellen. So, haben wir angeschmolzen. Sehr schön, das heißt, wir haben Tinte. Geil. Regeneriert 100 Tinte. Nice. Alles klar. Den Vorschlag haben wir übrigens auch noch, ne? So, warte. Da, hier ist noch mehr. Ach, da. Metallstücke. So, damit können wir jetzt quasi... Diese Luke führt zum Heizungsraum hinunter. Mit Brechstange öffnen. So, wollen wir mal. Ich sollte mich vielleicht mal heilen gleich, ne? Es könnte sein, dass gleich was kommt. Alles nehmen. Ofen. Im Ofen liegt etwas. Es ist ein Kristall. Hör auf, alles zu spoilern. Ich will selbst herausfinden. Wie du willst. Dein Arm passt definitiv nicht durch die Stange. Den Kristall mit der Brechstange holen, Tinte einsetzen. Ich mach mal Tinte. Du lässt den Tropfen deines Blutes der Tinte auf die Stange fallen. Du hast jetzt die Kontrolle über diesen winzigen Bereich der Welt. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, die Tinte einzusetzen, während du die Handschellen trägst? Ah, du leidest unter der Kälte deiner Handschellen, aber du beendest dein Werk, bevor sie dich verletzen können. Einen Moment halte ich das aus. Du biegst die Stangen mit bloßen Händen auseinander. Die Stangen geben leicht nach. Du wirst es nicht glauben, da steckt ein Kristall drin. Ist das nicht irre, Roderick? Du grinst auf den Käfig herab. Roderick? Ich habe entschieden, dich so zu nennen. Das ist ein guter Name. Wie bitte? Ich habe doch schon einen Namen. Aber du meintest, du könntest dich nicht daran erinnern. Das habe ich nie gesagt. Na schön, wie heißt du denn dann? Im Namen kam definitiv ein H vor. Hans? Ich bin mir nicht sicher. Hans gefällt mir nicht. Du heißt jetzt Roderick. Vielleicht hätte ich lieber meinen alten Partner bleiben sollen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, geht's hoch? Wo geht's hier hin? Oh, warte mal. Nee, Moment. Ich heile mich jetzt erstmal. Und Tinte, lass ich mal. Wir haben noch Hälfte. Ich fülle mal auf. Komm. Weil könnte sein, dass wir jetzt unter den Dings herkommen, ne? Dieses Geräusch und so. Das war nämlich hier. Krematorium Untergeschoss. Der Schlüssel auf dem Boden. Wir kämpfen bestimmt, ne? Du siehst, wie der Schlüssel auf dem harten Steinboden liegt. Diesmal gibt es kein Gitter, durch das er fallen könnte. Irgendwas stimmt nicht. Aber jetzt vertraue ich niemanden mehr. Dir mit deinen Büchern nicht und auch sonst niemanden. Du atmest tief durch. Langsam, vorsichtig, hebst du den Schlüssel vom Boden auf. Du blickst dich schnell um und suchst überall nach potenziellen Gefahren. Um dich herum ist es still. Endlich hast du den Schlüssel. Er ist mit Asche bedeckt und fühlt sich kalt an. Tja, man kann nie vorsichtig genug sein, oder? Und außerdem können wir jetzt die Eingangstür öffnen. Ich hab's gewusst. Was zum Teufel, schon wieder? Das ist also kein echtes Gefängnis? Es ist echt, aber... Halt, keine Spoiler. Na schön. Krass, ne? Also ich muss sagen, sehr, sehr geil. Behälter voller Asche. Kisten. Hier sind moderne Kisten auch. Patronenhülsen, eine Notiz. Greg, ich habe letzte Nacht jemanden im Krematorium gesehen. Entweder ist irgendwie ein Einbrecher reingekommen oder einer der Unsterblichkeitsversuche des Alchemisten ist geglückt. Wie auch immer, sei vorsichtig. Kleines Fass. Alles nehmen. Haben wir alles, ne? Okay, alles klar. Gut. Die Tür. Was ist los? Spürst du wieder was?
ja, was auch immer uns bevorsteht, es wird nicht angenehm. Wenn du etwas hast, um dich zu verarzten, solltest du das besser jetzt tun. Verstehe. Aber warum sollten wir nicht nach oben gehen? Ich probier's. Gut, dass wir uns geheilt haben. Und dass er uns daran erinnert. Lagerraum im Untergeschoss. Ein alter Brief. An die Juwelen und Nahrung im Lager sollen Victoria von Bromin, Tochter von Erzmund III., innerhalb von 3 Tagen übergeben werden, Alchemiemeister Alexander von Mithia. Da ist eine Kiste, eine Truhe. Aber... natürlich. 3 Stück, klar. Inaktiv, er schaut nur zu. Nee, inaktiv. Saugt 30 Tinte ab, 1 Schaden. Betäuben. Betäubt alle Gegner? 1 Schaden? 30 Tinte. So, wir sind alle betäubt. Heißt, die sind jetzt dran, oder? Nee, ich bin dran. Okay, das ist mal 1 Schaden. Ich nehme den. Er ist tot, sehr schön. Jetzt nur noch er dran. Autsch. Auch weg. Jetzt nur noch er dran. Ja? Okay. Du willst nicht anders. Zack, weg ist er. Aber kaum noch Tinte. Ein Haufen Asche. Alles nehmen. Wir haben Münzen. Noch ein Haufen Asche. Sehr schön. Dir fällt eine punktuelle Truhe auf, die zwischen den gewöhnlichen Holzkisten steht. Truhe öffnen. Du greifst in den Deckel, kannst aber ihn nicht anheben. Ich glaube, sie ist verschlossen. Den Dietrich einsetzen. Das Schloss ist simpel, als erwartet. Er schnappt fast unmittelbar auf. Cool. Edelsteine, leere Flaschen und Werkzeuge. Nehmen wir alles mit. Ein Haufen Kisten. Alles nehmen. Eine Kiste ist leer. Ne, Inhalt schon langer Zeit gestohlen. Okay. Umgefallene Leiter. Ich glaube, sie ist fürs Obersgeschoss. Ich gehe mal nach oben. Ah, eine Abkürzung. Ich würde mich mal heilen. Wir haben... okay, hätte ich, glaube ich, lieber das Brot essen sollen. Ich glaube, wir sollten mal zusehen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen Tinte machen. Falls wir angegriffen werden. Eine Arbeitsbank. So. Schmelzen wir mal alles ein. Leere Flasche einschmelzen. Achso, wir brauchen einmal 100, ne? Alles klar, ich verstehe. Okay, alles klar. Die Tür waren wir gewesen. Da ging es zum Heizungsraum, ne? Das heißt, es bleibt ja im Prinzip ja nur noch die Eingangstür, die Haupteingangstür, die wir jetzt öffnen können. Dann wollen wir mal. Immer noch verschlossen. Ich habe den Schlüssel gefunden. Der Schlüssel passt perfekt ins Schloss. Endlich. Lagerraum des Gefängnisses. Fässer. Auf dem Fass steht Vorräte und Zutaten für Alexander von Mithias Labor. Es ist leer. Ausgang, Tür. Wo geht's da hin? Okay. Gefängniseingang. Okay. Du fühlst einen Luftzug zwischen den Ziegeln hindurchführen. So, mit dem Hammer einreißen. Du hebst den Hammer und mit einem Schwung zerschmetterst du ihn gegen die Ziegel. Eine Notiz. Eine alte Notiz. Alexander von Mithia, der königliche Alchemist, hat einen schamlosen Verbrechen begangen. Der Halunke hat einen Trank für den König gebraut und ihm versprochen, er würde ihm Unsterblichkeit schenken. Doch in Wirklichkeit handelte es sich dabei um Gift. Ich verkünde hiermit, dass der Alchemist enthauptet und seinen teuflischen Unterschlupf zugemauert werden soll. Berater des verstorbenen Königs Erzmund III. Versperrte Treppe. Ah, okay. Alles klar. Zellentür. So, wo kommen wir da hin? Oh, okay.
Guck mal. Da ist eine Tür. Eine Notiz. Eine handschriftliche Notiz. Nimm das Geld, geh nach Rosentown, kaufe die finsternen Teppiche und schicke sie zu Victoria. Die feinsten Teppiche und schicke sie zu Victoria. Wie letztes Mal. Wieso kann ich das verschieben? Ah, ein Werkzeug. Ach, guck mal an. Hä, wie geil ist das denn? Wo kommen wir denn da jetzt hin? Frage ich mich. Bauplan. Ein Plan, um das Gefängnis wieder aufzubauen, der sowohl einfache als auch was? Spinnt. Alles nehmen. Können wir uns nochmal heilen? Noch ein Spind? Kann ich das mit dem Bauplan nochmal lesen? Das ging so schnell. Ausgang. Wo kommen wir da hin? Diese Tür führt nach draußen. Sie hat nicht einmal ein Schloss oder sowas in der Art. Wie soll ich sie aufbekommen? Sie lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Sie wollen nicht, dass der Alchemist entkommt. Wie lautet der Plan? Versuch mit der Brechstange auf, Hammer, Brechstange. Du versuchst die Tür mit der Brechstange, aber es gibt keine Stelle, um das Brecheisen anzusetzen. Die Tür besteht aus extrem glattem Metall. Keine Chance. Du steckst das Brecheisen weg. Mit dem Hammer? Du packst den Hammer und schleuderst ihn mit ganzer Kraft gegen die Tür. Ding. Der Hammer prallt mit dem kaum hörbaren Geräusch ab. Nicht einmal eine Delle. Okay. Also, die Tür können wir irgendwie bestimmt öffnen. Die Frage ist nur, wie. So, okay. Menschliches Skelett hatten wir, glaube ich, schon durchsucht. Ne? Da war, glaube ich, nichts. Genau. Ein Kopf. So, wo geht's hier hin? Achso, ich würde gerne mal gucken, können wir was... Ich glaube, wir können wieder was einschmelzen, ne? Ich würde das mal eben machen, damit wir Tinte haben, falls wir kämpfen müssen. Ich beeil mich mal eben. So, warte. Hier lang. Und dann... Bin ich hier richtig? Oder habe ich jetzt einen Umweg gemacht? Ja, ich glaube, ich habe einen Umweg gemacht. Ja. Ich hätte einfach oben beim Grün durch die Tür gehen sollen. Ja. So, Arbeitsbank. Schmelzen. 110. Herstellen. Sauber. Würde ich direkt mal direkt einverleiben. Dann haben wir nämlich wieder volle Tinte. Auf Tinte auf dem Füller. Du weißt schon. So. Okay. Nee. Quatsch. Wir müssen jetzt hier lang, ne? Zellentür. Oder? Nein. Ach, Quatsch. Ich habe eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. So, Haupteingang. Und dann würde ich sagen, düsen wir mal hier lang. Wo geht's denn hier hin? Aha. Da ist die Leiter. Also, wo ist der Alchemist? Siehst du das Loch in der Wand? Er hat das Gefängnis verlassen, während du mit dem Schlüssel herumgespielt hast. Er ist jetzt auf Seite 84. Mist. Du solltest dich wahrscheinlich beeilen, sonst gibt's keinen Trank mehr, den du abliefern kannst. Was? Will er ihn trinken? Du meintest keine Spoiler. Ach, stimmt. Aber wie geil das auch als Idee für einen Film wäre, ne? Sowas. Ich finde die Idee mega mit dem Buch, wo du versuchst, dann im Buch irgendwie was zu machen. Und das ist irgendwie... Also ich finde die Idee mega von dem Spiel. Du siehst einen Alchemistenkeller. Drumherum stehen und liegen verschiedene Behälter und Bücher. Dem Geruch nach zu urteilen, hat der Letzte den Kessel verwendet, hat darin hoch... gradig ätzende Säure hergestellt. Mix mir was zusammen. Das Buch mit dem Alchemistenrezept lesen. Im ganzen Buch sind Lesezeichen verteilt. Ätzende Säure, grüne Salz, blaue Schwefel, roter Bleireut, unbekannte Reihenfolge. Die anderen Hinweise lesen? Im ganzen Buch sind... Okay. Hinweise zu Salz?
Salz sollte niemals die erste oder letzte Zutat sein. Okay. Du hast alle Zutaten, der Rest sollte leicht sein. Noch einmal die Notiz ansehen. Schwefel. Blei vor Schwefel wäre ein großer Frevel. Blei. Verschüttete Säuretropfen haben den Großteil der Seite verätzt. Blei vor Schwefel, okay. Das Blei beginnt zu kochen. Das Blei explodiert und verbrennt dein Gesicht. Ah! Das ist ja super. Also. Das Blei... Nein! Hä, ich hab doch... Sag mal. War das wieder Blei? Blauer Schwefel. Na schön. Das wäre jetzt drin. Und jetzt? Bleirot. So, und Salz. Das Salzexolem verbrennt dein Gesicht. Was zum Teufel? Wir sind fast tot, ne? Ich heil mich mal. Aber es sagte doch, wir haben alles... Warte. Bleirot? Nein. Blauer Schwefel. Aber da stand ja mit Salz, glaube ich... Ah, okay, ich verstehe. Also jetzt Salz? Hä, verstehe ich nicht. Aber wir haben doch alle... Okay, Moment. Ein Bett. Ein Bett ist ordentlich gemacht. Es scheint nicht so, als hätte jemand drin geschlafen. Säurepfütze? Jemand hat die Wand mit ätzender Säure beschädigt. Sie ist auf dem Boden verlaufen und es gibt definitiv keinen Weg hindurch. Laptop? Eine mit Chemikalien bespritzter Laptop steht auf dem Tisch. Weißt du, wie man das bedient? Ich kenne das aus anderen Büchern. Die Bedienung ist nicht übermäßig kompliziert. Die Bildschirmoberfläche untersuchen. Der Bildschirmhintergrund ist ein altes Porträt einer Frau. Darunter sieht... Victoria Brominski, Tochter von Edmund III., Bremer Museum 1201. Er hat nur einen Browser installiert, sonst nichts. Einen was? Egal. Browser öffnen. Nur zwei Tabs sind geöffnet. Ersten Tab. Bremer Grabstätte, 12. Jahrhundert. Er hatte nach alten Gräbern gesucht, und zwar ein bestimmtes, das Grab von Victoria Brominski. Sie war wohl eine Geliebte? Darum ist er also so schnell verschwunden, um sie wieder zu beleben? Deshalb treibe ich dich ja zur Eile an. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn er wieder mit seiner Geliebten vereint wäre. Dafür haben wir keine Zeit. Zweiter Tab. E-Mail. Verkehr zwischen ihm und seinem Boss. Von vor einem Monat. Er wollte ihn davor überzeugen, ihm eine Pistole zu geben. Er meinte, damit könnte er leichter testen, ob der Unsterblichkeitstrank funktioniert. Er liest, denn es war schwierig, mit einer Klinge Blut zu vergießen. Ein überaus beschwerliches und schmutziges Unterfangen. Wie pragmatisch von ihm. Also haben sie eine Pistole für ein Experiment gegeben. Da es aus diesem Labor keinen Rinn gibt, hatte sein Boss wohl kein Problem damit. Du meinst, aus diesem Labor gibt es kein GAB entrinnen? Du siehst dir die geschmolzene Wand an. Tja, Suchverlauf? Da ist ein Suchverlauf. Online-Fahrstunden und jede Menge Namen von Chemikalien. Man muss dazu sagen, dass sich in der Welt der Chemie in den letzten tausend Jahren einiges getan hat. So, wir sind immer noch nicht irgendwie so die Leiter. Leiter wird von was? Achso.
Ah, jetzt, okay. Guck an. So, das habe ich ja noch nicht ganz verstanden. Und dieses Mal sind wir ein bisschen vorsichtiger, ja? Dem Geruch nach zu urteilen, hat der Letzte, der diesen Kessel verwendet hat, darin hochätzende Säure hergestellt. So, Rezept lesen. Grünes Salz, blauer Schwefel, Bleirot. Unbekannte Reihenfolge. So, wir haben die Sachen. Also, Salz sollte niemals die erste oder letzte Zutat sein. Also muss die ja in der Mitte kommen. Schwefel. Blei vor Schwefel. Wäre ein großer Frevel. Also muss erst Schwefel kommen, dann Blei. Verschüttete Säuretropfen haben den Großteil der Seite verätzt. Oder kommt Blei als letztes? Ich probiere es jetzt nochmal. Blauer Schwefel. Nur noch eine Zutat fehlt. Ah, es hat funktioniert. Hast die Säure hergestellt. Gute Arbeit. Ja, danke. So. Kann ich jetzt die Säure hier verwenden oder? Ach nee, ich weiß wofür. Ich weiß, wofür die Säure ist. Ich heile mich nochmal. Wie viel haben wir? Zwei. Ich esse mal ein Brot. So, wir brauchen das, glaube ich, für die Tür. Kann das sein? So, jetzt muss ich nur kurz überlegen, wo war denn nochmal dieses Labor mit der Tür? War das hier? Ja. Das ist, glaube ich, hier gewesen. Es war, was zum Teufel, was zum, was? Natürlich, klar, erstmal betäuben. So, wenn ich jetzt nochmal betäube, habe ich die anderen Kleinen schon mal weg. Ich mach nochmal. Und der Große ist noch da. Jetzt könnte ich theoretischerweise versuchen, saug 30 Tinte ab, einen Schaden. 15 Tinte. Aber wieso ist das weniger? Ich glaube, das ist noch nicht ganz richtig, ne? Weil ein Schaden. So, jetzt ist er dran. Au. Weg mit dir. Haben zwar keine Tinte mehr. Hahaha. Ein wirklich guter Weg, dich deiner Angst vor Spinnen zu stellen. So ein Kampf gegen... Ich hab doch gesagt, ich habe keine Angst vor Spinnen. Du merkst, dass deine Hände nicht mehr zittern. Also, jedenfalls habe ich keine Angst mehr vor Spinnen. Wo geht's weiter? Durch die Metalltür da drüben. So. Diese Tür führt nach draußen. Sie hat nicht einmal ein Schloss. Achso, das haben wir schon gelesen. Ja. Mit der Säure würde ich es gerne probieren, aber geht nicht. Doch, hier. Du nimmst den Korken aus dem Behälter mit der Säure. Ein ätzender Geruch erfüllt die Luft. Das Papier auf deinem Kopf wird langsam knittrig und rollt sich ein. Tja. Ach, der hat ein Buch als Kopf, sehe ich gerade. Tja, wenn es für den Alchemisten funktioniert hat, wird es auch für uns funktionieren. Versuchen wir es. Säure auf die Tür gießen. Du schüttest den Inhalt des Fläschchen auf die Tür. Ah, eine Metallschicht nach der anderen löst sich ab und tropft auf den Boden. Beeindruckend. Verschwinden wir lieber von hier. Okay. Aber... Peng, 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 peng. Waren das Schüsse? Ja, und zwar in der Nähe. Beeil dich. Okay. Oha, Forschungseinrichtungsgang. Was zum Teufel? Wo sind wir denn hier? Tür? Okay, Ausgang? Forschungseinrichtung, Empfang. Was? Leiche. Die Wache ist bereits... Was? Bereits tot. Papier. Ein Gästebuch, eine saure Handschrift geführt. Okay. Ich würde gerne wissen, wo es oben lang geht.
Stadt. Was zum Teufel? Da war er, der Alchemist. Bist du sicher? Ja, ihm nach. Komm, wir nehmen das Taxi. Hä? Schnell, folgen Sie ihm im Auto. Der Fahrer starrt dich entsetzt an. Verflucht, du sollst wirklich dein Äußeres ändern, bevor du mit den Leuten redest. Erscheinung ändern. Du verbrauchst ein paar Tintentropfen. Deine Gesichtszüge verschwimmen langsam. Und dein Gesicht verändert sich völlig. Was ist jetzt los? Hallo, du lächelst den Fahrer an. Der Mund des Fahrers öffnet sich langsam und sein stimmloser Schrei wird zu einem Krächzen. Deine Verwandlung muss ihn noch mehr entsetzt haben. Den Fahrer aus dem Weg schubsen. Ich habe keine Zeit dafür. In seiner Panik wehrt sich der Fahrer sich kaum. Du setzt dich auf den Fahrersitz und hängst Rodericks Käfig an den Rückspiegel. Schnell, folge dem Alchemisten. Ab geht die Post. Hä? Was zum Teufel? Bremer Friedhof. Alchemist. Der Alchemist kriecht langsam auf den Eingang des Friedhofes zu. Er hat sich beim Unfall wohl das Bein gebrochen. An zwei Orten. Und sein Arm. Fast geschafft. Ihm den Weg verstellen. Ihn schweigend beobachten? Auch geil. Ihn Weg verstellen. Er braucht sofort medizinische Hilfe. Sein Bein ist gebrochen und... Oh nein, dafür habe ich keine Zeit. Du gehst zum Alchemisten und wühlst seine Taschen durch. Du kannst ihn doch nicht einfach so liegen lassen. Wegen ihm bin ich nicht hier. Du findest den Trank in seiner rechten Manteltasche. Deswegen bin ich hier. Du hältst den trüben Trank ins Licht und siehst ihn dir an. Tja, das wär's dann. Victoria. Ich bin nicht Victoria. Ich heiße Etienne. Ich will so... Er spricht von seiner Geliebten. Fast geschafft. Der Alchemist kriecht zu stur weiter auf dem Friedhof zu. Seine Geliebte geht mich nichts an. Dir ist bewusst, dass der Trank für immer aus diesem Buch verschwinden wird, wenn du ihn nicht mitnimmst, oder? Er hat so viele Male Erfolg mit dem Wiederbeleben seiner Geliebten, immer und immer wieder. Jedes Mal, wenn jemand das Buch gelesen hat. Und der Kreislauf wird gebrochen. Dieser Mistkerl hat durch seine Experimente Dutzende Leute getötet. Er ist trotzdem ein Mensch. Er ist eine Romanfigur, die von jemandem erfunden wurde. Er ist nicht lebendig. Ich bin sicher, es ist genug Trank für alle da. Mein Auftrag ist eindeutig. Hol den Trank, nicht den halben Trank. Ein Drittel davon oder sonst was in die Richtung. Aber es wurde nicht explizit gesagt, dass er voll sein muss, richtig? Ich werde nicht riskieren, den Auftrag in den Sand zu setzen, nur um eine fiktive Figur zu retten. Dir ist klar, dass die Alternative zu diesen Aufträgen 30 Jahre Schwerstarbeit wären, oder? Nicht alle Schriftsteller überleben das und die, die es schaffen, schreiben danach nie wieder. Das sind meine aktuellen Aussichten. Und ich wiederhole, wir sollten zumindest... Du stopfst den Käfig in die Tasche und hörst Rodericks Stimme nur noch gedämpft. Er grummelt leise vor sich hin. Du hast genug gesagt. Ich werde nicht aufgeben, was ich mir erarbeitet habe, nur um einer Figur zu helfen. Alles riskieren und den Trank in zwei Portionen aufteilen. Den Trank mitnehmen und gehen. Oh. Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn machen? Ah, es ist aber auch schwer. Ich mach halb-halb. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Wenn ich es versuche, meinen Kunden zu täuschen, wird er sich weigern, mir zu helfen. Dann werde ich definitiv 30 Jahre lang nicht schreiben können. Roderick murmelt etwas in der Tasche. Den Trank aufteilen, den ganzen Trank mitnehmen und gehen. Oh Mann!
Ich teile ihn auf. Dann wollen wir mal. Du gehst zum Mülleimer und findest darin eine fast leere Limonadenflasche. Das wird wohl reichen. Restlichen Inhalt ausleeren, trinken. Was? Du schüttest den Rest der Limonade auf den Boden. Du schüttest den halben Trank in eine leere Flasche, die von den zuckersüßen Limonade noch ganz klebrig ist. Dann reichst du dem Alchemisten die ursprüngliche Flasche. Als du den Trank überreichen willst, ertönt von deinem Knie ein schreckliches Krachen, noch lauter als vorher. Knack. Verflucht! Du hältst die Luft an. Die Flasche fällt dir aus der Hand. Die Sekunden scheinen in Zeitlupe zu vergehen. Vorsicht! Ein gedämpfter Schrei erklingt aus deiner Tasche. Der Trank fällt weiter, deine Hände schnellt nach vor. Was? Der Trank fällt weiter, deine Hand schnellt nach vorn, aber du bist zu langsam. Die Flasche mit dem Trank knallt klimpernd auf dem Kopf des Alchemisten. Autsch! Sie klirrt erneut, als sie von ihm abprallt und wieder in deine Hand fliegt. Wow, hab ihn. Was zum Teufel? Du hörst eine grummelige Stimme aus der Tasche. Das widerspricht jeglichem Gesetz der Natur. Uff, ich sollte wegen meinem Knie wohl zum Arzt. Du reichst den Alchemisten schließlich die zweite Hälfte des Tranks. Seine Augen funkeln wieder und er greift nach oben, um mit zitternder Hand, seinen unverletzten Hand, den Trank zu entgegenzunehmen. Tut mir leid, dass ich... Du weißt schon. Er scheint dich nicht zu hören. Er stürzt sich gegen die Wand, und kriecht langsam auf den Friedhofstor zu. Das Buch verlassen. Eine halbe Flasche. Ich glaube, der Kurier wartet unten auf mich. Ah je. Hier ist alles noch gleich. Haben Sie Gegenstand? Ja. Stellen Sie einen Aktenkoffer auf dem Flur. Gehen Sie nicht vor die Tür. Wie Sie wollen. Ihre Bezahlung. Wir melden uns. Kann ich die Miete wenigstens bezahlen? Ich muss schlafen. Ich bin todmüde. Oh, das Telefon klingelt. Das ist nicht gut. Jetzt schon? Hallo? Was haben Sie mir da geliefert? Den Unsterblichkeitstrank wie bestellt? Nein, das ist nur die Hälfte des Unsterblichkeitstranks. Und auch noch in einer alten Limonadenflasche. Ich dachte nur, es ist trotzdem der richtige Trank, oder? Ich wollte nur, dass der Alchemist... Sie sind gefeuert! Oha. Verdammt. Was habe ich getan? Und jetzt? Was? Ich soll schlafen gehen, ne? Puh. Was zum Teufel? Ach, wir haben ihn doch mitgenommen. Du kannst hier vorerst wohnen, Partner. Zwei Wochen später. Haben wir 2 Wochen geschlafen? Ich fühle mich so, als hätte ich nie gut geschlafen, hat er gesagt. Was? Ach ja.
Ich habe ein paar Vorschläge zu meinen Fähigkeiten hinzugefügt. Verbesserung freigeschaltet, die Fertigkeit, Schaden zu absorbieren. Aha. Ach, krass. Ach, du Heiliger. Hier hängen jetzt auch Bilder. Jugend. Kann ich die Tür zumachen? Ja. Oh, wir haben Pizza gegessen. Hallo? Endlich rufen Sie! Herr Quist? Etienne Quist? Ja. Ich rufe im Namen der Schriftstellerpolizei an. Es handelt sich um einen Routineanruf. Okay. Haben Sie den Verlag ausgesucht, bei dem Sie Ihre Strafe verbüßen möchten? Noch nicht. Noch nicht. Ich überlege noch. Sie wollen doch damit anfangen, Ihre Strafe abzuleisten, oder, Herr Quist? Ja, natürlich, natürlich. Ich will das. Ich wollte nur eine kleine Auszeit nehmen, bevor. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich einen Verlag auszusuchen. Unserer Meinung nach passt der Verlag Morok am besten zu Ihnen. Murmelt. Klar, natürlich. Sie haben die Chance, Ihre Strafe auf 28 Jahre zu verkürzen, wenn Sie sich beim Management verdient machen. Nächste Frage. Hatten Sie seit Ihrer Festnahme zu anderen Schriftstellern Kontakt? Nein. Nein, ich weiß nicht, das ist nicht erlaubt. Also schön. Eine letzte Frage. Haben Sie im vergangenen Monat illegale Aktivitäten unternommen? Natürlich nicht. Ist notiert. Bestätigen Sie, dass Sie alle meine Fragen wahrheitsgemäß beantwortet haben? Ja. Danke für Ihre Zeit. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Okay. Buchankündigung. Andrew Duvel wünscht sich ein... Junge, 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 Junge. Hallo? Hallo, Rage. Haben Sie Zeit für einen weiteren Auftrag? Ach, Sie sind es. Noch ein Auftrag? Ich bin bereit. Ach, verdammt. Sie sind ja gar nicht... Tut mir leid. Vergewählt, seufzt. Kann ich das nochmal lesen? Och, Mann. Was ist denn hier los? Ach, guck mal, hier ist jetzt auch ganz anders alles. Hier, okay. Ja, gehen wir mal ein Telefon. Was ist denn hier los? Hallo, ja. Wissen Sie was? Es geht um keine große Sache. Also kann ich Ihnen wohl noch eine Chance geben. Vielen Dank. Außerdem könnte ich meinen unfähigsten Wandler nicht erreichen. Sie werden ihn gut vertreten. Schweigen. Der Auftrag steht vor der Tür. Alter, wie lange geht die Demo bitte? Ich muss sie auf den Schreibtisch stellen. Ein neues Buch. Eine neue Geschichte. Ein Auszug aus einer Rezension. Ein solides Werk. Obwohl es eher die Handschrift eines Verlegers als einen Schriftsteller trägt. Was soll man sonst von einem Haufen Mythen erwarten, den ein neuer Look verpasst wurde? Ich gebe zu, ich hätte nicht gedacht, dass selbst ein genialer Kopf auch nur einen relevanten Fetzen aus meinem uralten Material ziehen könnte. Eine seltsame Notiz. Der Auftragnehmer stimmt zu, das Buch des Hammers Funke von Torben Selinski zu infiltrieren oder einen Gegenstand zu beschaffen, Thors Hammer. Der Auftraggeber stimmt zu, die ausgehandelte Summe bei Auftragsabschluss zu zahlen. Thors Hammer. Na dann. Das ist übrigens nur eine Demo, ja? Uff. Scheiße, wie kalt es ist hier. Du siehst dich um. Bist du da, Roderick? Ja. Wonach suchen wir denn nochmal? Nach einem Hammer. Einen Augenblick, ich sehe im Buch nach. Ah, hier. Wir suchen Thors Hammer. Dann mal los. Oh mein Gott. Thanks for playing. You can wishlist on Steam or follow on Twitter or Discord to keep up with the future updates. Ja, das war The Bookwalker. Freunde, das ist ja verdammt cool. Also mir gefällt es richtig gut. Also ein sehr schönes Spiel. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auf die Vollversion. Also ein echt schönes Spiel.